Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Wir sind hier im schönen Thailand. Im letzten Part waren wir, glaube ich, hier hinten schon Ecke, nur ich habe jetzt eine Aufnahmepause gemacht von einigen Tagen. Deshalb war ich mir nicht ganz sicher, weil ich bin da oben gestartet und bin dann nicht runtergeklettert, weil das weiß ich, dass ich das noch gemacht habe. Hab das HP-Kit aufgesammelt und jetzt gucken wir mal weiter, was wir so Schönes finden. Wie zum Beispiel diese kleinen Kätzchen da oben. Was nicht? Ne, Hava schießen direkt. Ich möchte doch gerne auf den anderen schießen. Ja, die sehe ich doch schon. Danke, Spiel. Ich mag es, dass die jetzt die HP anzeigen. Und ich habe auf meine Shotgun gezogen. Wo bist du denn? Okay. Gut. Ein Secret ist ja noch da oben irgendwie, wo ich noch nicht hinkomme. Ach ja, stimmt. Ich kann einfach so treten. Das wollte ich ja auch bestimmt. Er war das, genau. Er war durchschalten. Wo kommst du aber mal her, kleine Katze? Au. Okay, okay, das ist so ziemlich gut runterballern. Ich habe null Ahnung, wo der gerade herkam. Ich muss sagen, immer wenn ich mich so wenn ich mich hier so bewege, ist das Gefühl unscharf. Also nicht bewegungsunschärf, aber ich kann einfach den Fokus irgendwie nicht so richtig halten. Geh mal her. Auch wenn du mitten im Stein drin bist. Wir gucken uns erstmal um. Also ich weiß nicht, das geht ganz schön auf die Augen. Ja, okay, nochmal. Nehme ich gerne mit. Ich habe zum Glück ja nicht so viel Schaden gefressen gerade, aber wir haben auch nicht so viel HP, ne? Also, man heilt sich auch ein bisschen selber, habe ich das Gefühl. Was heißt das Gefühl? Habe ich, glaube ich, gelesen sogar. Ob ich jetzt das überhaupt weiß, weiß ich gar nicht. Also, ob mir das Spiel schon gesagt hat. Oder ob es wirklich so ist, ja. Auf jeden Fall soll man wohl selber heilen, aber ich glaube nur bis zu einem bestimmten Grad. Ich weiß halt nicht, ob man jetzt, wenn man jetzt Schaden nimmt, halt immer so ein Stückchen heilt oder halt nur bis Lebenspunkt X, also keine Ahnung, sag ich mal, bis maximal ein Drittel oder so dann hochheilt, wenn man nämlich fast tot war. Das weiß ich nicht. Wir müssen erstmal gucken, wie wir weiterkommen. Also hier sehe ich Steinchen, sind die relevant? Nein, anscheinend nicht. Junge, Alter, das geht echt auf die Augen. Weiß doch nicht, was ich dagegen machen soll. Vielleicht hier hoch und, ne. Ich hätte gedacht, vielleicht hier irgendwie hinspringen, aber irgendwie sehe ich das gerade nicht, was ich hier tun soll. Okay, ich denke mal, ich muss da oben irgendwie hin. Oh, Moment mal, ich habe doch hier dieses komische Klettern, ne? Also ich kann doch hier zwischenhopsen. Okay, vielleicht auch nicht. Also ich kann das, ja, aber nicht an der Stelle anscheinend. Wo wird das überhaupt Sinn machen? Oh Junge, Alter, mit der Kamera geht mir gerade ein bisschen auf die Augen. Und dass man sich auch so leicht festbauen kann, ist auch kein Spaß. Ich würde mal kurz in Option gucken, ob ich irgendwas finde dafür. So, ich habe es nicht in den Optionen gefunden. Ich habe mal Kannenlösung auf zweifach gemacht. Und gefühlt buggen wir dadurch jetzt nur noch mehr rum. Ich habe meinen Arbeitsplatzpult aufgesetzt. Vielleicht ist das ein bisschen angenehmer. Ich weiß nicht. Okay, ich kann einfach ranspringen. Ich habe es gelernt. So. Ah, ich habe es übrigens nicht nachgeguckt. Ich habe einfach durch Zufall herausgefunden, dass ich hier ranspringen kann. Ich dachte, so, vielleicht versuche ich es aber mal. War anscheinend eine gute Entscheidung. So, und jetzt? Okay, gut, das habe ich verstanden direkt. Ich möchte gerne eigentlich nochmal hier runter. Also hier ist auf jeden Fall das Ding noch. Ist halt die Frage, wo ich überhaupt hin soll, wirklich. Weil es sieht eigentlich nicht so aus, als würde ich dahin. Aber ich kann da rumspringen und alles. Bin mir gerade nicht sicher. Vor allem, weil da ja auch. Also hier oben sieht es auch aus, als würde es weitergehen. Aber hier ist auch das Secret, was ich eigentlich haben will. Aber da liegt auch eins. Vielleicht geht es da jetzt hier weiter. Und das andere ist einfach nur. Ja, auch ein Secret Ort, aber wo es weitergeht, ist auch ein Secret? Keine Ahnung. Okay, das klappt nicht. Aber ich kann hier ran. Aber hilft mir das weiter? Eigentlich nicht, ne? Weil wenn ich hier hinten ran klatsche, falle ich runter und bin tot. Ja, Moment, hier bin ich ja sowieso hochgekommen, ne? Genau.
Und da komme ich wirklich nicht hin. Vielleicht hier? Ich könnte versuchen, nach da zu springen. Oh ja, das sieht gut aus. Dann kann ich mich nämlich noch hier fallen lassen. Muss jetzt mir richtig die Taste drücken. Ne, das war die falsche Seite. So. Und dann will ich hier nämlich hin. Möchte dann auch noch hier hin. Und hier haben wir das hier. Cool. Man kann übrigens die Schwierigkeit ziemlich genau einstellen, was ich cool finde. Man kann nämlich zum Beispiel sagen, dass man die Gegner ein bisschen schwerer haben will. Oder leichter. Kannst du es mal nicht machen, um Mistvieh? Assi. Für eine Fledermaus, ey. Ist die Frage, ob ich so wieder zurückkomme, ne? Ich glaube nämlich nicht. Au! Ich habe mich mal geheilt. Aber hier, das war jetzt nicht so schön, muss ich gestehen. Ich habe irgendwie erwartet, dass ich da hinkomme. Es sind noch eine. Hau ab! Junge, warum sind da gerade 5 Fledermäuse gewesen? Wie viele waren das? 1, 2, 3, 4, 5. Mindestens 5, ja. Meine Güte, ey. Gefühlt wuselt auch schon wieder irgendein Tierchen im Busch, aber ich hoffe mal, das ist keins, sondern einfach nur ein bisschen Ambiente. Ja, so Kamera ist auf jeden Fall in dem Spiel schwierig. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, das war auch so aus der Zeit, wo ein Konsolenport noch mehr. Okay, ist ja eigentlich immer noch so, dass die Konsolen irgendwie immer besser gebalanced sind. Gebalanced vielleicht das falsche Wort. Besser auf die Konsole angepasst wird als an den PC. Und ich glaube, in der Zeit war es halt noch richtig schlimm. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach nur 1:1 Konsolenport. Mir so ein bisschen mit der im Ziel, aber gefühlt ist es dann nicht so schlimm. Aber ich finde das echt schon schlimm, ey. Ist ja doch eine Linienzeit voll, können sie Gegner mit Kopfschüssen ausschalten. Sollte der hier eigentlich runterkommen? Also ich höre dann noch einen. Ich drücke nach links, da denkst du, ach, nach rechts willst du, gar kein Problem, Freund. Möchten Sie einen Kopfschuss anbringen, wie sehen Sie das, und drücken Sie Q, okay. Au, oh, mein Adrenalin-Zeichen ist aber gar nicht gefüllt, ne? Ne, ist ja gar nicht. Das funktioniert absolut nicht. Auf das Ziel und drücken sie dann H für ein. Okay, ich muss dann wahrscheinlich H drücken, aber ich dachte, ich kann einfach normal drauf schießen. So, jetzt sind wir hier. Da hinten wollte ich ja noch hin. Also hier sind wir jetzt auf der Brücke. Und da müssen wir vermutlich irgendwas hier machen, oder? Junge, die Kamera kotzt mich so an. Okay, wie soll ich da rankommen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich kann mich hier langhangeln. Aber man kriegt gut aufs Maul von den Gegnern. Das finde ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Aber auch in Ordnung. So. Warte mal. Leertaste drücken. Ich will nichts Falsches drücken. Gut. Perfekt funktioniert das Spiel. Warum bin ich da gestorben? Also hätte ich dann noch irgendwie weiter nach rechts lenken müssen? Ich dachte, man hat das Spiel selbst. Ja, geh nochmal Kopfschüssen ausschalten. Also ich finde es halt blöd, wenn es so ein Feature gibt und dann ist das einfach nicht so schön. Nähern Sie sich... Drücken Sie Q. Was macht Q denn?
Warte mal, Q. Es funktioniert absolut nicht. Also ich würde mal sagen, das Gelbe ist meine Adrenalinanzeige. Aber ich kann halt, ich habe halt Q gedrückt, passiert nichts. Ich habe H gedrückt, passiert auch nichts, obwohl H einfach nur schießen ist. Also eigentlich, ganz ehrlich, warum baut man sowas in Spiele ein? Es funktioniert doch einfach nicht. Okay, ich versuche es nur einmal da ranzukommen, wenn nicht, dann lasse ich das halt. Eigentlich hätte ich das ja schaffen müssen, ne? Warum schaffe ich das nicht? Das ist doch weit genug. Meine Güte. Ist das gleich wieder. Also, ich habe sonst zweimal Offscreen versucht, beide mal nicht hinbekommen. Ich lasse es einfach so sein. Oder ich gucke mal, ob ich hier vielleicht lang kann. Ah, vielleicht ist das hier der Weg, den ich gehen sollte. Das kann natürlich sein, weil das würde mich dahin führen. Hm, probieren wir das erstmal aus. Hier ist nichts weiter, ne? Kann sein, dass hier noch was ist. Okay, das ist anscheinend richtig so. Dann nochmal hier springen. Ich wollte gerade schon sagen, hoffentlich tötet mich das jetzt nicht. Okay. Gut, dann habe ich einfach nur den falschen Weg genommen. Dann nehme ich das so hin und sage, okay. Hätte man vielleicht irgendwie schöner kennzeichnen sollen oder einfach, ach, weiß ich nicht, wie man es mal hätte machen sollen. So ist halt auf jeden Fall nicht so schön. Aber es klappt ja trotzdem irgendwie. Meine Güte. So, dann hier hoch, da hoch. Okay, das macht sie automatisch. Da muss ich nicht mal die Springtaste drücken. So, dann haben wir das gemacht. Weiter geht's in den Tempel rein. War eine schwere Geburt, dieses Secret Zone, beziehungsweise diesen Schatz. Aber wir haben es geschafft. Ich vertraue dem Vier nicht. Ich habe sogar Full Life, weil ich einfach die Vier komplett gekitert habe. Gar keinen Schaden. Oder was? Ja, langsam ist mal gut, ey. Immer ein Bug sind nicht so extrem rum wie in Anniversary. Oder Anniversary. Nur noch ein bisschen. Dann muss ich hier hin wahrscheinlich schon, ne? Dann hier rüber. Dann hier hin. Dann wahrscheinlich fallen lassen, ne? Ne, das war die falsche Seite, Lara. Ach, dieses Spiel ist so verbuggt. Ja, ganz ehrlich, was denken die sich dabei? Habe ich da schon mal die Großkatzen gehört? Ich glaube nämlich ja. Was sind die anderen Mistviecher? Okay, ich glaube, ich hätte hier einfach so lang gehen sollen und nicht den Sprung, den ich beim ersten Mal gemacht habe. Okay, die ganzen komischen Viecher haben jetzt keinen Bock mehr auf mich. Ich glaube, ich hätte einfach lang krabbeln können. Ich glaube, das ist sicherer, so zu machen. Spinnen. Bäh. Könnt ihr das nicht machen? Also jetzt for real. Hört auf damit. Okay, ich kann hier runter. Ich sehe aber auch irgendwie gerade nicht, wo ich sonst hoch sollte. Das sieht für mich alles recht normal aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch Riesenspinnen kommen werden. Aber das ist nur mein Gefühl. Ich kann mich auch täuschen. Aber ich denke, auch da können wir nicht hoch. Ne, ist viel zu hoch. Hier kann ich wahrscheinlich hochlaufen. Hier oben kann ich nicht, okay. Spiel, hilf mir. Was soll ich tun? Okay, das klappt aber. Also hier komme ich wieder hoch. Das ist schon mal gut zu wissen. Nach da geht's glaube ich nicht weiter. Übersehe ich hier was? Ich kann hier nirgendwo an die Wand springen. Ich kann da nicht an die Wand springen. Das da, also die beiden Säulen, das könnte man sich dran langhangeln. Aber es scheint irgendwie nicht richtig zu sein. Mal random in die Luft treten.
Okay, da kann ich wahrscheinlich doch hin, wenn ich hier stehen bleibe und gedrückt halte. Naja, genau. Okay, das muss ich noch mal ein bisschen lernen. Okay. Aber das klappt. Aber vielleicht so? Oh ja. Einen Schatz, perfekt. Also den kann man eigentlich nicht verpassen, den musst du ja mitnehmen. Also klar, du könntest das Ding übersehen. Aber die sind ja nicht so gut versteckt, also weiß ich nicht. Also ich würde es halt cooler finden, wenn es weniger Schätze gibt. Die dafür vielleicht ein bisschen schwieriger versteckt oder so. Ich verstehe es nicht mit den Viechern. Also sie sterben halt mit einem Schuss. Ist ja irgendwie okay, aber... Also sie sterben halt viel zu schnell. Dann kann man die auch gleich weglassen, die sind hier keine Herausforderung. Wo die sind ja auch nicht, dass die alle auf einmal kommen, sondern die kommen ja nach und nach. Das ist vedisches Sanskrit. Natürlich. Die Zeichen sind ziemlich verwittert. Bhugavati von der Siebten. Das muss sich auf die Hauptstadt von Patala beziehen, der niedersten Unterwelt der Hindus. Sie wird von Schlangenmenschen bevölkert. Allerdings war der erleuchtete Narada ziemlich angetan von ihr. Das da oben ist Shiva. Und darunter, das ist seine Gefährtin Kali. Okay. Bhugavati. Also ich habe hier einen Hebel. Den kann ich drücken. Von hier komme ich. Können wir erstmal gucken, was hier Schönes gibt. Oder was? Sollte hier gerade irgendwas Creepiges sein, oder was ich komplett verpeilt habe? Wahrscheinlich. Okay. Wir sind ja schon im zweiten Gebiet. Ich glaube, das Spiel ist auch gar nicht so ultra lang. Ich habe mal geguckt, das sind im Endeffekt auch nur... Bruder, lass den Scheiß. Also, was ist hier? Sind auch nur wirklich, also für vier wirklich Level und irgendwie dazwischen irgendwie so drei oder vier, wo jeweils nur ein bis zwei Level sind. Ist halt die Frage, wie groß die wirklich sind. Ich drücke erstmal den Schalter. Warum nicht? Okay. Wahrscheinlich muss ich irgendwas mit den Dingern machen, dass die, also die sind wahrscheinlich blockiert. Ich muss wahrscheinlich irgendwas machen, das zu lösen. So wie beim letzten Rätsel eigentlich auch schon. Okay, ich könnte mich fallen lassen. Ich kann mich hier hochziehen. Okay, das bringt mir ja nichts, weil ich gerade von hier komme. Ach nö. Komm, Leute, töte dich jetzt bitte. Also ich will jetzt nicht diesen Schaden nehmen, nur weil sich Leute... Ach ja, da fahre ich mal in den Tod. Moin. Ach ja, das ist lustig. Okay. Wir starten wieder hier mit vollem Leben wahrscheinlich. Ja, perfekt. So, nehmen wir jetzt... Was? Es scheint gerade irgendwas, dass ich was machen soll. Oder was? Ey, ich wollte gerade einfach nur das Ding hauen, zu gucken, was passiert. Okay, dann schwingst du dich halt nicht hin. Okay, die kann ich wahrscheinlich einfach in diese Dinger reinstecken. Moment, ne, Moment, so. Hochklettern, genau. Und dann wollen wir wahrscheinlich so dahin. Genau. Hier einmal rum. Hier ist ein Kletter. Okay, ist noch keine Kletterwand. Hier ist eine Kletterwand. Genau. Okay. Aha. So. Nach hinten einmal springen. Einmal HP mitnehmen. Okay, was soll ich hier machen? Hängen Sie mit dem Gesicht zur Mauer? Ah, okay. Cool. Was mache ich jetzt mit dem Knüppel? Okay, wir reinstecken? Oh ja, könnte ich auch.
Will ich das? Okay, ich kann den Mist also mal wieder wegnehmen. Ist jetzt natürlich nur die Frage, wie ich wieder zurückkomme. Aber ich würde sagen, das Problem für den Freddy von morgen. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.